Hallo meine Freunde, willkommen hier zurück bei Voxel Tycoon. Schön, dass ihr wieder da seid. Als erstes beantworten wir gleich mal die Frage. Rentieren sich die Kohle-LKWs oder haben wir überhaupt Gewinn? Und ihr seht, ja, haben wir 1125, nehmen wir ein. Trotz der langen Strecke. Ich weiß nicht, ob das schon ausgabenbereinigt ist, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ob der LKW da bereits seine Benzinkosten und sowas mit abgerechnet hat. Weiß ich nicht. Statistiken. Geld verdient 3375. Betriebskosten 645. Ja doch, wir machen deutlich Gewinn. War eine gute Entscheidung. So, während ihr nicht da wart, habe ich wieder ein bisschen vorlaufen lassen. Ich brauche immer ein bisschen Geld in dem Spiel. Unsere Forschung ist abgeschlossen. Und das ist die hier oben. Wir können jetzt Eisenbarren herstellen. Und Eisenbarren, wie es der Zufall so will, wird in Gemünden verlangt. Und wir kommen dem Verlangen gerne nach. Als erstes jedoch möchte ich diesen Zug ins Depot haben. Der muss nicht sinnlos das Eisenerz hierher schleppen. Dieser Zug, denke ich, wird dann bald Kohle transportieren. So, wir brauchen eine Eisenbarren-Industrie. Die möchte ich auch gleich hier mit aufbauen. Dazu benötigen wir erstmal Lagerhäuser. Und zwar haben wir zwei Eisenerzminen. Da kommt das Eisenerz her. Wir brauchen für einen Barren 5 Eisenerz und einmal Kohle. Jetzt ist die Frage, wie wir es machen. Ich werde am Anfang die Straße benutzen. Das machen wir jetzt gleich. Ich werde die Straße benutzen, und zwar von hier. Oder von hier unten vielleicht. Von hier? Nein. Von hier. So vielleicht. Darüber. Fahren wir mal hier hin. So. Benötigen wir ein Terminal. Nicht genug Geld, das macht aber nichts. Also wir nehmen einfach mal alles, was wir haben. So hier. Und wir kommen hier hin. Sehr schön. So, jetzt bauen wir uns ein Lagerhaus. Beziehungsweise, ja doch, wir bauen uns erstmal ein Lagerhaus. In dem Lagerhaus kommt jetzt die Kohle an. So, da kommt jetzt die Kohle an. Das gebe ich auch mal hier drauf. Und jetzt müssen wir irgendwie das hier alles miteinander verbinden. Erstmal machen wir die Verarbeitung. Und zwar Legierungsschmelze. Die Legierungsschmelze hat jetzt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, drei Eingänge, also beziehungsweise zwei Eingänge und einen Ausgang. So, jetzt zoomen wir mal ran und schauen mal, wo der Ausgang ist. Der Ausgang sind irgendwie alles Ausgänge. Ist das jetzt egal? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde das mal hier hinstellen. Vielleicht. Ich werde es mal hier hinstellen. So, wir schauen es uns mal an. Gut. Der Verbinder kommt dahin. Und die Kohle bitte da rein. So, alles da rein. Das gleiche machen wir hier mit dem Gerät. So, und jetzt müsste ja hier vorne, hier läuft, ja gut, kann keine Kohle laufen, ist kein Problem. Da kaufen wir gleich mal ein paar LKWs. Wo haben wir unsere Garage? Da oben könnte man eigentlich mittlerweile auch mal hier unten eine hinbauen, oder? Ach, egal. Warten wir eben einen Moment.
neues Fahrzeug. Wir brauchen Kohle. Kaufen. So, und ich würde mal sagen, laden bis voll. Dann fahren wir da runter, entladen hier. Warte auf komplettes Entladen, genau. Den kopiere ich mir noch einmal. Und dann schauen wir mal an, ob das schon reicht. Da wir ja bloß eine Kohle und 5 Eisenerzbarren brauchen, dann müsste das doch lang. So, ich denke, ich habe das ein bisschen zu eng gebaut. Das macht mir jetzt nichts. Ich möchte das erstmal probieren. Ich werde jetzt erstmal ein Lagerhaus bauen. Na, bauen wir mal hier neben die Straße. Das sieht ganz hübsch aus. Ein Verbinder ran. Das da rein. Zack, zack, zack. Und hier lassen wir jetzt Eisenbahn einlagern. So, da warten wir mal auf die Kohle-LKWs. So, da kommen sie auch angefahren, unsere Kohle-LKWs. In der Schmelze unten müssen wir noch das Rezept auswählen. Wir können dann später auch Kupfer und Stahl verhütten. Wir wählen jetzt das Rezept hier aus. Da laufen auch schon die ersten 5 hinein. Aber keine Kohle. Okay, das macht mir nichts, gar nichts. Dann ist das hier falsch und das. Haben wir schon Förderbandbrücken? Die können wir uns noch nicht bauen, oder? Können wir Brücken? Doch, wir können Brücken bauen. Na, das ist doch super. Dann werden wir jetzt erstmal ein Förderband von hier da ranbauen. So, da rein. Und dann bauen wir uns eine Förderbandbrücke. Jawohl. Einmal hier drüber. Und dann da rein. Und einmal von hier. Dann drehen wir das noch alles rum. Und jetzt müsste die Kohle kommen. Jetzt kommt die Kohle raus. Sehr schön. Machen wir ein bisschen schneller. So, das sind die 10 Kohle. Ja, ich habe es verstanden. Hier drehen wir auch noch einmal rum. Und da raucht es und paldovert es. Nein, so. Schauen wir mal hier drauf. Na, das dauert ganz schön lange. Ich habe gar nicht geschaut, wie lange. Rezept 30 Sekunden für einen Barren. Okay. So, und jetzt müssen wir die Eisenbarren noch dahin liefern, wo sie benötigt werden. Das ist hier oben. Das ist da oben. Jetzt überlege ich schon, hier einen neuen Bahnhof hinzubauen für Eisenbahn und später auch Träger. Und den hier oben zu lassen und das Eisenerz sowieso mal wegfallen zu lassen. Mache ich auch jetzt erstmal so. Ich werde jetzt hier eine Station bauen. Ein Güterbahnhof. Den mache ich auch gleich wieder ein bisschen länger. So, hier. Dann schauen wir mal, ob wir hier vernünftig auf die Gleise kommen. Runter vom Gleis. Hier drauf. Und hier wieder zurück. Mal alles ausblocken und hier unten
machen wir jetzt gleich noch einen Bahnhof mit zwei Bahnsteigen hin, weil ich befürchte, dass der Zug, der das Eisenerz liefert, doch länger braucht. Und das machen wir, sobald diese beiden Züge hier rausgefahren sind. So, du noch rein. Und dann werden wir das Spiel pausieren. Und schauen uns das mal an. Also wir pausieren das Spiel. Den reißen wir weg. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich genügend Geld habe. Ja, habe ich. Hier für einen zweiten Bahnhof. Der heißt dann auch wieder so. Und jetzt könnten wir hier ein vernünftigeres Gleisvorfeld bauen. Und das weg. Oder Bahnhofsvorfeld, oder wie nennt sich das? So. Passen wir daran? Nein, passen wir nicht. Müssen wir es noch aus der anderen Richtung bauen, dann geht es bestimmt. Ja, so geht das. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie auf die andere Seite, hier kommen wir nicht rüber. Kommen wir hier rüber? Ja, hier ginge es. Na, schade. Vielleicht von da? Ja. Einmal die Signale bitte. Dahin. Und jetzt müsste es eigentlich gehen, wenn ich hier ein... Jetzt müsste ich doch hier ein Vorsignal setzen können. Und da unten das so machen, oder? Jetzt müsste doch, wenn hier rot ist, automatisch der Zug hier drüben reinfahren. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Jetzt nehmen wir uns erstmal unseren... nehmen das Spiel wieder auf. So, jetzt nehmen wir erstmal unseren alten Zug hier. Und dem geben wir neue Ziele und auch neue Waggons, denke ich. Schauen wir da erstmal nach. Ja, die müssen natürlich weg. Können wir die wegmachen oder können wir die duplizieren, ersetzen, umdrehen, entfernen? Die werden wir ersetzen durch den Britschenwagen. Einmal so bitte. Und auf alle Eisen sind dann 20 Stück. So, Britzwalk Ost, Südost, das stimmt noch. Der will voll laden. Und hier werden wir nicht einen Gemündentransfer nehmen, sondern Gemündenanbau. Und dann möchte ich bitte komplett entladen. So, dann fahren wir los. Zug 3. Da unten ist er. Das funktioniert schon mal. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Produktion von Eisenbarren hinterherkommt oder ob wir hier noch mehr benötigen. Und dann werden wir das hier unten umbauen. In der nächsten Folge machen wir das, habe ich jetzt gerade keine Lust. Und dann bauen wir das hier unten um, dass das ein bisschen schöner aussieht. Wenn wir hier Brücken bauen können, ist das ja kein Problem. Gut, jetzt haben wir einen Deal. Die ersten Eisenbahnen sind geliefert. Und siehe da, wir waren schon wieder am Pleitegehen bzw. am Insolvenz anmelden. Das haben wir geklärt. Jetzt möchte ich noch schauen, ob unsere Busse, die wir das letzte Mal eingesetzt haben, was bringen. Ja, nicht wirklich. 39 von 73. Die Stadt ist inzwischen schon wieder gewachsen. Und wir brauchen noch mehr Personenverkehr. Hier sind wir bei 39 ebenfalls. Auch hier sehe ich bald einen Personennahtransport via Zug. Gut, jetzt mache ich erstmal die Symbole aus. Die stören mich so ein bisschen. Jetzt schauen wir mal ins Labor, was wir so als nächstes erforschen. Wir haben Lager 2, dann könnten wir, glaube ich, größere Lagergebäude bauen. Großes Lagerhaus und normales Lagerhaus. Dazu bräuchten wir Holzträger, die haben wir. Gleise, was könnten wir bei Gleisen tun? Wir könnten einen neuen Güterbahnhof 2 bauen. Ich denke mal, ein Passagierbahnhof 2, genau. Eine Balkenbrücke und was haben wir hier? Ein Depot 2. Wozu brauche ich ein Depot 2? Und ich kann sowieso nicht bauen, ich brauche Stein dafür. Fertigung 2. Damit könnte ich Eisenbarren
Ich benötige Eisenbahnen. Okay. Und dann hätte ich das hier hinten freigeschalten. Brauche ich jetzt auch noch nicht. Verbrennungsmotoren. Dann könnten wir neue LKWs einsetzen. Und die wären nicht schlecht. Die könnten mehr transportieren. Sehe ich das richtig? Hier sehe ich gar nichts. Aber hier 7. Und hier auch. Gerade für die Kohle. Die Forschung werde ich starten. Jetzt brauchen wir wieder Eisenerz. Das ist lustig. So, also, wie sieht denn das hier aus? Nachfrage steigt. Wir haben bestimmt einen Monat warten müssen. Ach, jetzt. Nein. Mal sehen, wenn das weggeht hier. Jetzt wäre ich ja fast geneigt, den Eisenerzzug der Gemünden Nord beliefert umzuleiten. Schauen wir uns mal an, welcher das ist. Und den leiten wir um auf die Forschung. Okay, so, wir hatten 132 geschafft. Wir verdienen 360 mit dem Eisenerz. Was verdienen wir denn mit den Eisenbarren? 369, das ist natürlich überhaupt nicht viel, ne? Dafür, dass wir so viel Aufwand damit haben. Kohle ist auch gewachsen. So, das ist dieser Zug hier. Und hier machen wir einfach Folgendes. Der fährt einmal hier hin, dann wird wieder ein Halt hinzugefügt. Da unten einmal laden, und zwar voll. Und dann hier hin und entladen. Bitte alles. Obwohl nein. So. Und dasselbe macht jetzt dieser, halt, da waren wir gerade, dieser Zug hier unten. Bearbeiten, halt hinzufügen. Laden voll, halt hinzufügen. Entladen. Okay. Jetzt werden die Städte nicht mehr ganz so sehr beliefert, aber mit unserer Forschung wird es vorangehen. Verbrennungsmotor haben wir schon von 9 von 75. Das Lagerhaus war offensichtlich noch voll. Sehr gut. Jetzt geben wir noch ein bisschen Kredit zurück. So, wenn das nur in Wirklichkeit immer so ginge, oder? Dass wir uns Kredit nehmen und zurückzahlen können, wie wir lustig sind. Gut, also ich weiß noch nicht, ob ich hier begeistert sein soll, dass mir Eisenbahnen nur 369 bringen. Mittlerweile ist die Versorgungslage gut. Logistik, verbundene Gebäude. Statistik. Okay. 369 im Vergleich zum Eisenerz 342. Na gut. Nun ist es eben so. So, schauen wir mal hier, was ist denn jetzt hier auf Lager? 115, okay. Da könnte man an den Zug sogar noch Hänger ranhängen. Wir sind exzellent. Also offensichtlich liefern wir auch genügend an. Dann lassen wir das so, wie es ist. So, was haben wir jetzt hier oben? Hier oben haben wir jetzt Lensen. Und Lensen könnten wir auch noch anschließen mit unserem Personennahverkehr erst einmal. Und da wäre ich ja fast gewillt, das mit der Bahn zu lösen. Und genau das mache ich auch einfach. Wir brauchen erstmal eine Station, und zwar einen Passagierbahnhof. So, den setze ich hier rein. Den mache ich auch gleich ein bisschen länger wieder. So, das dürfte erstmal lang. Den setze ich hier rein und dann lasse ich auch per Bus anliefern. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, einmal Schiene bitte. So, wo soll es denn hingehen? Schauen wir mal. Ich habe mir überlegt, irgendwie hier unten rein. Schauen wir nochmal, ob der hier reinpasst. 80 Meter, da würde es schön hier reinpassen. Allerdings hätte ich das Problem, wenn wir mehrere Gleise benötigen, passt er eben nicht mehr rein. Dann wäre noch eine Option, den hier hinzusetzen. Da kommen wir nur bescheiden ran, solange wir das Gebiet hier drüben nicht gekauft haben. Oder eben hier vorne hin und dann mit dem Bus beliefern. Also verteilen die Leute. Ich denke, das wird auch erstmal das Mittel der Wahl werden.
Sätze stehen hier hin, dann ist noch Platz für eine. Die Bushaltestelle passt doch so hin. So. Einmal hier Gleise raus. Nicht genug Geld, das lässt sich ja ändern. So hier lässt sich das ändern. Gut, Depots. Was kosten Depots? Zugdepots kosten 40.000. Das sparen wir uns. Wir werden einfach die Schiene von da unten hochholen. Kostet garantiert mehr wie 40.000. Ich habe jetzt nicht geschaut. So, hier. Machen wir mal hier ein Signal rein. So und so vielleicht. Dann haben wir das hier ein bisschen ausgeblockt. Und dann kaufen wir uns mal einen kleinen Zug. Und Busse brauchen wir dann auch noch. Kaufen den Zug bitte. Waggons. Passagierwaggon. Sagen wir 4 Stück. Wie viel passen da rein? Ich habe gar nicht geschaut. 14 Leute. Oh ja, da reichen ja. Da werden 3 am Anfang erstmal genügen. Passagiere bitte. Und dann werden wir diesen halt hier unten hinzufügen. Entladen und anschließend. Bei den Bussen hatten wir hier ebenfalls Transfer genommen. Das machen wir jetzt hier auch. Hier und da. Transfer. Du darfst losfahren. So, das nächste, was wir machen müssen, ist die Bahnhöfe an den öffentlichen Nahverkehr auch anzuschließen. Da ziehe ich erstmal hier eine Straße. So, hier haben wir schon 2 Bushaltestellen. Eine da unten, eine da oben. Die werde ich auch wieder benutzen. Aber ich werde, denke ich, hier unten noch eine setzen, um das Gebiet abzufangen. Und ich werde, wie groß ist der Einzugsbereich? Der ist so, der ist so. Dann werde ich hier noch eine reinsetzen. So. Wo ist unsere Garage? Ist da oben. Wir kaufen einen. Welchen kaufen wir? Gewicht 3 Tonnen. Wir kaufen trotz allem den hier. Dann blockiert er uns nicht. Blockiert uns unseren Kohletransport und unsere anderen Busse nicht. So, halt hinzufügen. Ach so. Dann müsste ich ja vielleicht noch. Müsste ich noch einen halt. Obwohl, wenn ich hier halte, ist der Bahnhof mit drin. Okay. Wieder auf die Garage. Fahrzeug halt hinzufügen. Wir fangen hier an. Transfer. Dann dahin. Dann da oben hin. Und da unten hin. Und jetzt bin ich ja gespannt, ob das so funktioniert. Ich mache mal noch einen dazu. Ob das ja so funktioniert, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Dasselbe bauen wir hier unten wieder. Hier war schon wieder eine Doppelbushaltestelle. Man weiß ja nie, wo man die nochmal braucht. Die setze ich mal dahin. Dann eine dahin. Wo setzen wir die hin, so dass nicht so viele Gebäude weggerissen werden? Und dass ich noch genügend Gebäude im Einzugsbereich habe. Vielleicht so hier. Hier hin und dann noch hier unten eine vielleicht. So hätte ich jetzt ungefähr das Stadtzentrum noch mit abgedeckt. Machen wir einfach mal. So, aber hier brauche ich nun ein neues Fahrzeugdepot. Oder ich verbinde den ganzen Kladderadatsch mit der Straße. Ja, komm, wir verbinden es mit der Straße. Dann sieht es ein bisschen so aus, als wenn wirklich
hier eine Landstraße durchführt. So hier. Und dann so. Dann bauen wir erstmal hier irgendwie eine Brücke hin. Hier vielleicht. Na komm. Ach, so ein Hafer. Nein. Brücke bauen. Hier oben einmal. Geht nicht. Okay, dann war das hier nicht richtig. Probieren wir einfach nochmal. Brücke bauen. Ganz nah heran. Ach, nicht genug Geld. Daran liegt's. Ja. Siehe da, wir haben nicht genug Geld. Zug 1 hat in den letzten 30 Tagen kein Geld eingebracht. Und das ist ja Müll. Ach, schaut an. Und genau das Problem meine ich. So, wie konnten wir das Problem denn lösen? Hat sich verirrt, hat sich verirrt, hat sich verirrt. Dann kommt der hier bitte in das Depot. Als erstes bearbeite ich das hier aber. Das fliegt weg und das fliegt weg. In das Depot bitte. Dann können wir das eben so nicht machen. So, hier unten hoffe ich, dass wir jetzt unsere Straße weiterbauen können. Welch eine Geldverschwendung, denkt ihr jetzt, ne? Ja. Denke ich mittlerweile auch. So. Der Zug ist mittlerweile weg. Da kann er wieder losfahren. Hier ist alles grün. Das hier ist... Es wird immer noch angeliefert. Siehe da. Es werden immer noch Holzstämme hier angeliefert. Bin mir nicht so sicher, ob ich das noch möchte. Das ist auch rot. Da ist die Versorgungslage schlecht. Ach, schaut mal an. Wir haben Holzengpässe. Bretter geht. Träger ist so ziemlich am Ende. Na gut, wir brauchen auch viele Träger. Machen wir gleich als nächstes, denke ich. Jetzt muss erstmal wieder ein bisschen was hier anlaufen. Was bringt uns der hier ein? 7000, okay. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Geld für die Busse. An dem Bahnhof. Aha. In dem Bahnhof befindet sich ein Passagier. Also der Zug nimmt richtig was mit hier. Der hat jetzt genau 0 Fahrgäste. Irre. Und hier unten? Ein Fahrgast. Die Frage ist wirklich, ob das funktioniert mit den Bussen. Jetzt sind es mehr Fahrgäste. Okay. Logistik. Okay, die sind aber verbunden, die Gebäude. Dann könnte es ja hinhauen. Ein Fahrgast. Zack. Für 57. Wahnsinn. Obwohl hier 3 steht, ne? So sei es. Jetzt verlassen wir erstmal noch einen Busfahrer. Ah, hier haben wir noch einen. Den habe ich nicht losfahren lassen. Macht nix. Dann nehmen wir den einfach gleich. Lass mal das hier alles ablöschen. Wir fügen einen halt hinzu, und zwar diesen. Und dann diesen. Und zu guter Letzt vorne am Bahnhof. Okay. So, der wird jetzt in Ruhe herfahren. Und dann werden wir ja sehen, ob hier das Aufkommen steigt. Nimmt er was mit? Einen nimmt er mit. Kann man auch sehen, wo die hinwollen? Ja, Augenblick. Nach Pitzwalk Abzweig. Pitzwalk Nord, Pitzwalk Halt. Also die wollen innerorts reisen. Hier Abzweig Halt Süd, auch die reisen nur innerhalb. So, meine Freunde.
machen wir erstmal wieder ein kleines Päuschen und sehen uns demnächst wieder, wenn wir hier uns um unser Holz kümmern und mal nach der Forschung schauen. Hier läuft alles nicht so, wie ich das gerne möchte. Hier ist mir noch viel zu viel Stau. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über das Däumchen. Das motiviert mich immer wieder weiterzumachen. Ich freue mich über Kommentare von euch. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag und sag mal ciao ciao.